Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zum Star Stable News Update vom 22.02.2017. Diese Woche kamen einige Erneuerungen bzw. Erweiterungen dazu. Das erste ist, der Wandermark ist zurück und allem Anschein nach wird er dieses Mal nicht nur neue Klamotten für uns haben, sondern auch, wie Mathilda in den News bereits gesagt hat, tonnenweise neue Zaumzeuge. Gut, ich habe hier mal ein Bild eingeblendet, ich glaube, muss ich kurz gucken. Genau, hier sind 5 Zaumzeuge zu sehen, ich wollte gerade 6 sagen. Das würde ich jetzt nicht als tonnenweise bezeichnen, aber gut, vielleicht sind ja noch mehr dort, als wir hier jetzt auf dem Bild sehen. Heißt, auf jeden Fall einen Sprung dorthin schauen. Des Weiteren gab es eine Erweiterung, wo ich vorher schon gesagt habe, bezüglich der Valentinstagsquest. Einerseits kann man die Quest diese Woche noch weitermachen für die Leute, die es letzte Woche nicht geschafft haben. Und zusätzlich gibt es jetzt die weitere Quest bei Derek, der seine Briefe, / Pakete, irgendwo hin verschludert hat. Und sobald wir die Quest bei ihm erledigt haben, können wir die Briefe suchen. Und zwar, die werden an verschiedenen Orten auftauchen. Es wird dann immer so eine Pop-Up-Meldung sein, wenn wir in der Nähe sind. Die Orte sind beim Silberglitschoss, bei Delois Kirche, Marland Südstrand, Westkap Fischerdorf, Goldspur Farm, Südseebezirk in Golden Hills, Wälde, Fort Pinter und Nimmers Hochland. Die Valentinstagsquest werden jetzt nur noch diese Woche zur Verfügung stehen, also wer es noch nicht gemacht hat, sollte jetzt auf alle Fälle jetzt die Beine in die Hand nehmen, sag ich mal. Zusätzlich wurde eine kleine Neuerung am Pferdemarkt vorgenommen. Und zwar jetzt je nach Ort werden die Variationen bzw. die Auswahl, die man auf dem Pferdemarkt hat, wechseln, je nachdem, wo sie gerade ihr Lager aufgeschlagen haben. Und jetzt ist endlich das alte Friesenmodell wieder zurück, wo schon viele gemeckert haben, dass das jetzt schon länger verschwunden ist. Aber gut, jetzt ist es ja wieder da, jetzt kann man es wieder auswählen. Und ja, so, ich werde dann auch noch einen Sprung schauen gehen, je nachdem, wie sich das da verändert. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und für alle Lifetime Star Rider gibt es im Shop noch ein kleines Item, was man sich abholen kann. Ich blende es euch jetzt hier mal ein, was es gibt, das weiß ich jetzt nicht. Und muss ich noch sagen zu den Star Stable News von Star Stable. Ich musste so lachen, als ich bei... Ach, wie heißt sie? Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Auf alle Fälle, wo sie diesen bescheuerten Hut mit dem Hai aufgehabt hat. Also ich würde es ja witzig finden, wenn sie diesen behalten würde. Also ich habe die Folge geliked, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was sonst noch so kommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch mit dem Update jetzt noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem Update und dann sehen wir uns dann in voller Frische nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.